Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns While-Schleifen in Python anschauen. Und im Vergleich zum letzten Video, wo wir schon die Vorschleifen hatten, kann man an sich so eine While-Schleife relativ ähnlich nachbauen. Hier ist es so, dass wir die ganze Schleife durchlaufen, wenn diese Bedingung true ist. Also wenn Zahl einen Wert kleiner gleich 10 hat, dann gehen wir hier in diese Schleife. Und wenn nicht, dann sind wir fertig. Können wir ja auch nochmal print. Wir sind fertig. Hinzufügen. Genau, müssen dann natürlich vorher die Variable Zahl einmal definieren. Und damit wir keine Endlosschleife bekommen, müssen wir auch zwangsläufig darauf achten, dass wir den Wert der Variablen pro While-Schleifendurchlauf verändern. Und zwar so, dass wir auch wirklich irgendwann diese Bedingung nichtig machen können. In diesem Beispiel sehen wir, Zahl hat am Anfang den Wert 0, ist also echt kleiner 10, auch wenn wir nur kleiner gleich brauchen. Und wir erhöhen in jedem Schritt Zahl um 2. Und das machen wir, bis Zahl einschließlich den Wert 10 hat. Genau, wenn wir uns das einmal ausgeben, haben wir 0, 2, 4, 6, 8, 10 und danach sind wir fertig. So. Jetzt kann man damit natürlich noch andere Dinge anstellen. Man könnte auch ein while true reinschreiben und dann müsste man mit einem break Statement entsprechend wieder das Ganze irgendwann abbrechen. Sonst hat man zwangsläufig eine Endlosschleife. Also das sind so die häufigsten Fehler, die eben bei while true passieren, dass man, oder bei While-Schleifen an sich, dass man vergisst, diese Variable, die in der Bedingung steht, anzupassen. So, angenommen, wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Zahl durchlaufen lassen, sondern wir wollen abhängig von unserem Input die While-Schleife durchlaufen. Dann können wir beispielsweise eine Namensliste erstellen. Also sammeln wir irgendwie Namen und das machen wir über den Input. Also Input. Gib bitte deinen Namen ein. Und dann müssten wir natürlich sagen, das machen wir so lange, bis Name ungleich der leere String ist. Dann wollen wir den Namen printen. Genau, und hier haben wir jetzt natürlich das Problem, dass wir hier in eine Endlosschleife laufen würden. Wenn wir jetzt hier einen Namen eingeben, Mathe Krieger, dann sehen wir schon, dass das Ganze hier nicht endet. Genau, deshalb müssen wir unser Programm hier beenden. Und in Python gibt es deswegen den sogenannten Walross-Operator. Also Walross, weil es einfach so aussieht. Und mit Hilfe dessen können wir halt innerhalb der While-Schleife oder innerhalb der Bedingung der While-Schleife direkt diesen Input setzen. Also wir kopieren uns das hier in die While-Schleife rein. Genau, machen da einmal Klammern drum und sagen jetzt nicht gleich, sondern Doppelpunkt gleich. Und prüfen weiterhin, ob das ungleich 0 ist. So. Dann werde ich hier gefragt, was ist mein Name? Mathekrieger. Mein Name ist immer noch Mathekrieger. Und wenn ich keine Lust mehr habe und direkt Enter drücke, dann gelangen wir hier in das Ende. Gib bitte deinen Namen ein, wir sind fertig. Genau. Und das wir sind fertig wird hier nur ausgeführt, wenn wir wirklich außerhalb der While-Schleife sind. Das heißt, mit Hilfe des Walross-Operators hier mit Doppelpunkt gleich können wir auch Definitionen mit in die Bedingung rein tun und damit beispielsweise auch eine While-Schleife über Input generieren.